Ja, ein Kunstautomat ist dieses Gerät, was wir hier sehen, ein alter Zigarettenautomat in diesem Fall. Und in diesem Zigarettenautomat sind keine ungesunden Produkte, sondern gesunde Kunstprodukte. Man kann hier ziehen Kunst von regionalen Künstlern, von überregionalen Künstlern. Man kann themenbezogene Kunst ziehen, wie zum Beispiel zum Marx-Jahr, zum Luther-Jahr und so weiter. Und es ist ein sehr interessantes Angebot für alle, die für wenig Geld interessante Dinge aus dem künstlerischen Bereich erwerben wollen. Ja, Kunst passt unbedingt in so einen Automaten rein. In dem Automat sind diese kleinen Päckchen und der Künstler kann sich auf 5x8 cm ausbreiten. Und die Künstler machen das auf ganz unterschiedliche Weise. Man kann Zeichnungen, Aquarelle, Drucke, also alles Mögliche in diesem Päckchen finden und sogar SD-Karten, auf denen Künstler Lyrik zum Beispiel sprechen oder Schauspieler entsprechende Lyrik sprechen. Nein, so einen Automaten gibt es nicht nur in Saarbrücken. Das ist zwar der erste Kunstautomat hier im Saarland und damit natürlich der erste in Saarbrücken, aber das ist Teil eines großen Projektes, Kunstautomaten kommen von Lars Kaiser. Und es gibt inzwischen über 200 Kunstautomaten in ganz Europa. Das Projekt hat 2001 begonnen in Potsdam und hat sich ausgebreitet über viele Länder. Und entsprechend gibt es inzwischen so viele Kunstautomaten.